Überraschenderweise gibt es kaum ein AI-Tool derzeit, was gerade so schnell in den Top-Rankings nach oben schießt wie Notebook LM. Ihr habt auch immer mehr in den Kommentaren danach gefragt, wir benutzen es sehr intensiv intern und jetzt ist auf der Top 50 Liste der schnellst wachsenden AI-Apps, die ich mir regelmäßig anschaue, Notebook LM auf den vorderen Plätzen mittlerweile fest verankert und steigt immer weiter. Und es gibt gute Gründe dafür, die schauen wir uns heute an. Und ich teile dabei etwas, was ich normalerweise nicht nur draußen teile, nämlich meinen geheimen Prozess, wie ich eine neue Keynote erstelle. Denn da spielt Notebook LM eine sehr zentrale Rolle. Die meisten von euch haben garantiert schon mal Deep Research innerhalb von ChatGPT verwendet oder die normale Internetsuche innerhalb von ChatGPT verwendet oder Perplexity als spezielles Suchtool, KI-Suchtool. Warum sollte man jetzt Notebook LM verwenden? Wir sind hier keine Tool-Touristen. Wir hüpfen nicht von Tool zu Tool, nur weil es irgendwie cool ist, sondern wir schauen uns an, als AI-Anwendungsweltmeister, was macht dieses Tool im Detail anders und wofür kann man das einsetzen? Denn wenn man die Natur des Tools verstanden hat, kann man damit geile Sachen machen. Und das ist der Grund, warum man verstehen muss, Notebook LM setzt beim GenAI-Dreieck, kennt ihr, wenn ihr meine Videos kennt, beim Kontext sehr stark an, weil die Google-Modelle besonders kontextstark sind. Das heißt, die Google-Modelle können die Suche, das Retrieval extrem gut und ich zeige gleich Schritt für Schritt, wo das exakt so gut ist und warum man dann sagen kann, okay, ich benutze das Tool für diesen Zweck. Jeder von uns kennt Google für Suche und das ist etwas, was man sich bei den Google-Modellen tatsächlich auch nicht fragen muss. Die Google-Modelle, also Gemini, was hinter Notebook LM liegt und was auch hinter dem Gemini-Chatbot liegt, die können extrem gut Retrieval, also Suche, das heißt Punkte in euren Datensets finden. Anders als bei Perplexity. Perplexity ist darauf spezialisiert, im Netz Echtzeit Quellen zu suchen, ist Google Notebook LM darauf spezialisiert, aus bestimmten Quellen, die ihr habt, exakt auch die Punkte zu finden und aus den Punkten Verbindungen herzustellen. Also kann diese Suche sehr, sehr, sehr gut. Nochmal anders der Gemini Chatbot, der wiederum mehr generativ Sachen eben generiert. Wie das Wort schon sagt, Generative AI. Ich weiß, es ist schwer auseinanderzuhalten, aber ihr könnt euch das so merken. Ich habe mal ein Video gemacht zu den drei Arbeitsmodi mit KI. Schaut es mal an, ist ein Basic-Video, lohnt sich anzuschauen, weil man, wenn man es verstanden hat, weiß man, es gibt Catch-up, super einfache Aufgaben, Work-With, wir kollaborieren mit Content, Grow-Beyond, kreativer. Der Work-With-Modus hat häufig das Problem, dass die Modelle, die generieren, sehr viel halluzinieren, sehr viel Sachen dazu dichten. Das ist bei Notebook eben nicht komplett weg und ich erkläre auch gleich, wie es funktioniert. Aber in diesem Tool könnt ihr deutlich mehr in die Zusammenarbeit mit sehr großen Datensätzen gehen. Wenn ihr die App öffnet, habt ihr zwei Seiten. Nein, drei Seiten in der Mitte und dann zwei Seiten. Ist relativ einfach. Ihr habt drei Spalten, wenn ihr diese App öffnet. Auf der einen Spalte, auf der Seite, wenn ihr davor sitzt, links findet ihr die Quellen. Also PDFs, Websites, YouTube-Videos, I don't know. Ihr könnt so viele verschiedene Arten von Quellen reinladen und dann sehen, welche Quellen ihr habt. Das zeigt auch schon gleich, was das Tool im Kern macht, nämlich sauber auf die Quellen zu referenzieren. Die liegen nicht irgendwo verpackt dann und ihr seht sie nicht mehr. Und ein Satz noch zu den Quellen. Ich bin Heavy User von YouTube-Videos. Ich soll das nicht erzählen als YouTuber, weil ihr sollt ja meine Videos schauen. Nichtsdestotrotz, ihr könntet theoretisch meine Videos nehmen und einfach irgendwie 50 Stück von den KI-Videos, die als Quellen reinladen und müsst nicht irgendwo die Transkripte runterziehen, rüberkopieren, sondern nehmt einfach den Link. Dann zieht sich Notebook LM das Video als Quelle rein. Wir sehen, by the way, bei Gemini, dass das Modell schon YouTube-Videos anschauen kann. Also das wird es irgendwann auch innerhalb von Notebook LM geben. Ihr könnt dann Fragen dazu stellen, was macht er in dem Video, welchen Pullover trägt er? Also Dinge, die nicht im Transkript stehen, das wird kommen. Und diese Quellen sind genauso referenzierbar wie ein PDF. Das heißt, ich nutze häufig Studien zu speziellen Themen und dann nochmal Experten-Talks, wenn ich sage, dem oder der vertraue ich als Experte oder Expertin und die lade ich mir gezielt als Quelle rein. Und das können irgendwie 3 Stunden lange YouTube-Videos sein. Und dann kann ich Fragen dazu stellen. In der Mitte habt ihr den Chatbot, mit dem ihr quasi Fragen stellen könnt zu den Quellen. Und auf der rechten Seite werden Dinge generiert. Und das ist spannend. Dort werden diese Notebooks generiert. Das heißt, ihr habt eine Frage gestellt und ein Notebook bleibt gespeichert mit den Antworten, dass jemand anderes vielleicht, Achtung, Kollaboration ist in Notebook LM möglich, anders als in ganz, ganz, ganz vielen anderen KI-Apps, dass jemand anderes darauf zugreifen kann. Und dann gibt es auf diesem rechten Bereich noch etwas Spezielles hier oben, nämlich verschiedene Medien, die ihr, Achtung, generieren könnt. Und das gucken wir uns jetzt im Detail an, wie sich das unterscheidet von ich stelle Fragen und ich lasse mir Content generieren. Aber das ist der Grundaufbau von Notebook LM. In der Mitte geht es um den Chat, der deutlich kürzer ist als Frage bei ChatGPT, das auch deutlich kürzer generiert. Aber was Notebook LM einfach sehr gut macht, ist dann
sauber auf die Quellen zu referenzieren. Ihr könnt dann reinklicken, seht, wo kommt das her? Gibt es diese Aussage? Steht das wirklich im PDF? Und man kann sich deutlich sicherer sein als bei anderen KI-Apps. Die halluzinieren jetzt weniger, aber Halluzinationen gehen nicht weg. Deswegen ist das definitiv für mich meistens Source of Truth. Ich mache das einfach mal. Ich erstelle einfach mal ein Notebook mit meinen YouTube-Videos. In meinem privaten Gmail-Account kann man das nämlich öffentlich teilen. Ihr könnt es mal ausprobieren, chatten, Fragen stellen. Da fehlen dann einige Features. Ich kann es nicht außerhalb von unserem Workspace teilen, weil das ist das Geile. Notebook LM gehört zum Business Workspace und wir können es auch mit Business-Daten verwenden. Und da wird es denn als Firma wirklich powerful. Und jetzt sage ich euch, wofür ich das ganz konkret verwende. Und dann zeige ich euch auch diesen Abschnitt da oben, bei dem man Dinge generieren kann, weil da wird es echt spannend. Real-Life-Use-Case. Wenn ich eine Idee habe für eine Keynote, dann ist das eine echt aufwendige Recherche. Ich muss Quellen recherchieren, ich muss links und rechts schauen und ich stelle mir ein ganzes Team zusammen. Das Team sieht aus mittlerweile folgendermaßen. ChatGPT ist mein Sparringspartner wie ein Experte, der das mal studiert hat, den ich fragen kann. Wenn ich den frage, dann sagt er, ja klar, ich habe mal ein Buch gelesen zu und da könnte man das und das. Der bringt mich auf Ideen, der hilft mir Sachen zu strukturieren. Dann habe ich einen, Perplexity. Den schicke ich los zu sagen, sag mal, gibt es Bücher dazu? Gibt es Studien dazu? Findet man da was? Das könnte man zwar auch in Notebook LM machen, aber Quellen entdecken ist da immer noch sehr beschränkt. Das heißt, Perplexity im Pro-Account jage ich los und er findet ratzfatz 70, 80 Quellen und ich kann immer tiefer tauchen. Wie ein Bibliothekar, der losläuft und sagt, ich weiß, wo die Bücher sind. Und dann habe ich Notebook LM, nehme also bestimmte dieser Quellen, packe sie dort rein, weil ich sage, super interessant. Dann habe ich vielleicht einen Deep Research, den ich gemacht habe, wo ich sage, ja, dem glaube ich, der passt, mit dem arbeite ich. Dann habe ich YouTube-Videos, packe ich rein. Und jetzt geht's los. Jetzt brainstorme ich meine ersten Thesen, meine Ideen. Und das mache ich an einem Tool, das nennt sich Papier. Ich sitze hier auf dem Studioboden, mache mir Musik an, mache es irgendwann, wenn alle weg sind, breite mir die Zettel aus, mache mir Notizen. Und das macht wirklich Laune. Und dann stelle ich dem Notebook Fragen, dann haue ich den ChatGPT-Kollegen an, dann schicke ich mal wieder Perplexity los und lade es rein. Und dabei höre ich Musik, schaue mir die Sachen an. Und der letzte Teil, der zeigt das, wo die Kreativität dann wirklich zum Tragen kommt. Denn so mit KI zu arbeiten, ist für mich ein super kreativer Prozess. Und es gibt keinen Grund dann zu sagen, oh, hast du KI benutzt, um den zu erstellen? Natürlich habe ich KI benutzt, jeder benutzt KI. Aber ich schreibe nicht einfach rein, schreibe mir einen Brief oder mache mir eine Keynote, sondern ich arbeite in dem Setup super kreativ. Und natürlich, weil ihr auch die Frage hattet, hast du mal in die Quellen geschaut? Ja, na klar, gucke ich in die Quellen. Und kann ich 100% sagen, dass ich diesem renommierten Institut glaube und dem renommierten Institut? Ihr wisst es selber, man muss dann wirklich durch jedes Detail durchgehen. Natürlich schaue ich mir das an. Und natürlich stelle ich mir die Frage, kann ich das teilen? Unterstützt die These? Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Das wird halt auch keiner wegnehmen. Learn to learn wird einer der Kernskills. Und auf diese Art und Weise lernt ihr neue Sachen und neue Zusammenhänge. Ich verpacke es ja nur bei mir in Stories, aber ihr könnt damit natürlich genauso wissenschaftlich arbeiten oder, I don't know, Projektdokumente schreiben gleichermaßen. Ein so geiler Prozess, der vor Jahren einfach noch überhaupt nicht annähernd denkbar war, der macht so Bock. Das ist das, wie ich es kombiniere. Und es ist momentan noch mühsam, die Sachen von A nach B zu kopieren. Und hier kommt jetzt der letzte kleine Teil auf der rechten Seite, den wir uns näher anschauen. Der Teil, von dem ich spreche, hier oben in der Ecke, der erweitert sich bei Notebook LM gerade immer mehr. Ganz am Anfang konnte man einfach aus den Quellen, die man hat, einen Podcast generieren. Der klingt dann so. Also die Modellwahl ist schon mal der erste bewusste Schritt. Okay, die Wahl des Motors, verstanden. Und dann kommt der Prompt. Das ist ja der Teil, den wir aktiv gestalten, die Anweisung an die KI. Magnussen meint ja, viele machen das zu kurz, zu Google-mäßig. Genau das ist sein Punkt, er sagt. Behandle die KI nicht wie eine Suchmaschine, sondern eher wie einen, ja, kompetenten, aber erstmal ahnungslosen Assistenten. Wichtig zu wissen ist, das ist generative KI. Die halluziniert an bestimmten Stellen. Was ich aber machen kann, ist, ich kann sagen, der Podcast soll folgende Aspekte beachten, basierend auf den Quellen. Und wie zwei Hosts unterhalten sich die über die Quellen. Ich nutze das, um vielleicht auf dem Weg nach Hause oder wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, am nächsten Morgen einen Podcast zum Thema zu hören und komme vielleicht auf eine neue Idee. Und Google hat das immer mehr erweitert mit Karteikarten, die man sich generieren lassen kann für Fragen, die man stellt. Da sollte man natürlich gucken, ob die stimmen, nicht stimmen, wie auch immer, wo die Quellen herkommen. Mindmaps kann man sich erstellen. Videos, die man generieren lassen kann. Wir machen das mittlerweile bei einigen Kunden für Onboarding-Videos, wo jemand aus super vielen Dateien ein Onboarding-Video bekommt. Ja, mache ich bessere Onboarding-Videos? Ich würde sagen, ja. Aber trotzdem sind die schon verdammt gut, die Google da generiert. Hallo und herzlich willkommen.
Klar, fast jeder von uns nutzt inzwischen KI im Job. Aber mal ehrlich, nutzen wir sie auch richtig? Und genau an diesem Punkt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Auf der einen Seite haben wir diese, sagen wir mal, oberflächliche Nutzung. Schnelle Zusammenfassungen, einfache Texte. Und auf der anderen Seite? Da ist die strategische Nutzung. Das ist das, was die Profis machen. Die zielen viel höher. Es geht um kritisches Feedback, darum, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und um wirklich tiefgehende Analysen. Das, wo die Reise hingeht, ist ganz klar. Ihr habt eine Form von Content und ihr werdet sie in Zukunft auf Knopfdruck in eine andere Form von Content generieren können. Das ist für mich die Secret Sauce von NotebookLM und da hat Google wirklich mal ein gutes Produkt rausgehauen. Aber allein die Quellenübersicht sauber zu referenzieren, wird auch besser in ChatGPT, aber ist in NotebookLM schneller, deutlich verlässlicher meiner Erfahrung nach, auch der Erfahrung meines Teams. Ich habe nochmal alle im Team befragt und wir sehen gerade deutlichen Zuwachs bei Gemini und auch bei NotebookLM aus diversen Gründen. Und wie gesagt, mein Use Case ist, ich nutze dann ChatGPT eher als den Studenten, der viel gesehen hat, der mich auf Ideen bringt, mit dem ich mich unterhalte. Und dort füge ich dann ganz viel zusammen aus NotebookLM. Mit dem arbeite ich sehr, sehr viel. Der fällt nicht weg. Ich kriege immer die Frage, wenn ich das Tool habe, kann ich dann das kündigen? Das ist ein bisschen das Problem. Es sind halt unterschiedliche Tools. Die Natur dieser Tools ist was anderes. Und wir sind noch in der frühen Phase. Das heißt, es lohnt sich auch noch, diese unterschiedlichen Superstar-Anwendungen, die auf dieser Top-Liste sind, zu sehen, zu verstehen, nachzuvollziehen, zu wissen. Darf ich die benutzen? Kann ich eine Firma benutzen? Warum sind die so erfolgreich? Das ist Learn-to-Learn AI. Das unterscheidet euch vom Tool-Tourist zum AI-Tourist. Anwendungsmaster. AI-Anwendungsweltmeister ist das richtige Stichwort, denn wir haben den 12-Week AI Excellence Kurs, also quasi auf Pro-User-Level zu kommen. Das ist das Ziel von dem Kurs und wir haben die November-Kohorte, da haben wir noch Restplätze tatsächlich frei und wir haben auch aufgrund der Nachfrage eine neue Kohorte im Februar, also die Kohorte 4, die dann startet. Und es ist eben kein Massenprogramm. Das ist wirklich super speziell, super gezielt. Wir gucken sehr genau, wie und ob das für euch passt, damit ihr in 12 Wochen vom ich benutze das normal und ich bin total overwhelmed hin zum AI-Anwendungsweltmeister werdet. Das ist das Ziel von dem Kurs und deswegen bin ich da persönlich sehr stark involviert. Mir macht das große Freude. Ich habe gerade 7 Stunden Supercharge-Training hinter mir heute und jetzt das YouTube-Video. Also schaut es euch an unter shop.blackbook.com, ob das was für euch ist. Warum geht jetzt NotebookLM so krass ab? Ganz einfach, die haben einen speziellen Use Case gefunden, einen speziellen Use Case, der sehr klar abgegrenzt ist und besser ist als in anderen Anwendungen. Ansonsten schießt so eine Anwendung nicht so nach vorne. Und ich finde, das tut NotebookLM hier ganz zu Recht. Ausblick, ich muss sagen, wir sind hier in einer Zeit, die super dynamisch ist. Ich würde sagen, fast Wilder Westen. Das heißt, dass jemand anderes mit was anderem kommt, ist völlig normal. Ich gucke mir momentan noch die ganzen Coding Agents an, die wirklich wochenweise wechseln gefühlt. Dann dominiert den ganzen Sommer das eine, dann das andere. Und das ist auch interessant zu sehen. Und wenn ihr sagt, das ist mir zu insane und zu krass, einmal durchatmen, trotzdem drauf gucken, weil die Fähigkeit Learn to Learn, ich sag's nochmal, ist wirklich eine der Kernfähigkeiten, dran zu bleiben, zu verstehen. Das hält euch frisch im Kopf und deswegen lohnt es sich eben auch, die verschiedenen Sachen anzugucken. Nicht rumspringen, nicht kopflos, die Natur des Tools verstehen und dann werdet ihr zu AI-Anwendungsweltmeistern. Das wäre mein großer Wunsch und mein großes Ziel, dass wir das schaffen, denn in dem Ranking der Top-Anwendungsländer der Welt, da sind wir momentan nicht dabei. Aber wir können aufholen, wir haben Fußball auch nicht erfunden. Weltmeister sind wir trotzdem geworden. Deswegen denkt auch dran, den Kanal zu abonnieren, denn wir machen das hier jede Woche, tauchen ein und sind mittlerweile eine Community, die sich genau darüber austauscht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, war was dabei. Teilt es auch mit jemandem anderes, wenn ihr sagt, das muss auch mein Chef, meine Chefin, mein Kollege sehen, denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine.